Die Vorteile, die Oberstarmark in Wien zu präsentieren, lagen auf der Hand. Der Tourismus wurde wieder forciert und man zog positive Bilanz. Wir haben 160.000 Zuschauer gehabt da draußen, also Besucher gehabt. Das ist, glaube ich, ein ganz toller Auftritt gewesen und auch wir als Bruck an der Mur konnten es im Rahmen der Hochstarmark sehr, sehr gut präsentieren. Vor allem, wir konnten unsere Schwerpunkte setzen mit dem Radfahren, mit dem Wandern und auch unsere Region sehr gut darstellen mit dem grünen See, mit der Bärenschutzklamm. Also wir waren sehr erfolgreich in Wien, glaube ich. Die Regionen in der Oberstarmark bieten genug an, um sich hier wohlzufühlen. Vor allem die Berge haben es den zahlreichen Besuchern angetan. Ich glaube, die steirische Gastlichkeit macht sehr viel aus bei uns. Das gute Essen macht sehr viel aus und natürlich die gute Luft und die schöne Umgebung. Die Berge sind einerseits ein großer Vorteil für uns, andererseits das Radfahren, was ich schon angesprochen habe. Und ich glaube, die Gastfreundschaft ist einfach typisch für den Wiener. Der lebt in der Großstadt und kommt ganz gern zu uns aufs Land. Die Gastfreundschaft spricht natürlich immer für einen Besuch und das Rahmenangebot stimmt ebenfalls. Trotzdem muss man sich immer wieder Neuerungen einfallen lassen. Es ist natürlich schwer, mit den großen Top-Sellern in der Steiermark mitzuhalten. Es gibt einerseits Graz, es gibt die Weinstraße, es gibt die Dachstein-Dauern-Region. Wir suchen unsere Nische. Wir sind mit der Hochsteiermark auf einem sehr guten Weg dazu. Unsere Büchlein mit den Gamsigen, mit der Sommerfrisch verliebt, kommt sehr gut an. Ich glaube, die Nischenprodukte suchen und finden wir. Suchen und finden spielen nicht nur zu Ostern eine große Rolle, sondern auch im Tourismus. Man ist auf alle Fälle auf einem guten Weg, sich noch besser zu positionieren.